Further Stewart coming. Further Stewart coming. Hallo, Reginald. Ganz alleine? Ja, Sonderfall Dringlichkeitsstufe. Ihre Aufgabe lautet heute, fliegen Sie sofort nach Mexiko und stellen Sie fest, was mit dem ehrenwerten Clubmitglied Brown geschehen ist. Die Flugkarten habe ich schon bestellt. Die Maschine geht in 2 Stunden. Wir müssen uns beeilen. Mein lieber Herr Gesangsverein, Sie legen vielleicht ein Tempo vor. Ja, Eile tut Not. Die Wege der mexikanischen Justiz sind manchmal wunderlich. Mexikanische Justiz? Was hat denn der gute alte Braun verbrochen? Nun, genaues weiß man nicht. Er soll irgendetwas mit Mord oder Raubüberfall zu tun haben. Mord oder Raubüberfall? Ja. Wie Sie das so sagen, Reginald? Na, also dann auf Mexiko. Ach, du liebe Neune. Das dauert ja eine Ewigkeit. Guter Mann, nehmt ihr doch die Tiere weg. Wenn wir Mr. Brown nicht sprechen können, bevor er dem Untersuchungsrichter vorgeführt wird, dann sehe ich schwarz. Nicht aufregen. Nach meinen Informationen soll das heute Nachmittag der Fall sein. Hey. Bis San Tosa sind es noch 20 Meilen, Richie. Naja, dann aber Tempo, Tempo. Das sagen Sie mal den Hammeln da und nicht mir. Hey, na nun trollt euch mal. Gehen Sie auf Ihre Plätze, Senores. Und stellen Sie sich bitte mit in die Reihe, Mr. Brown. Was soll das Ganze? Ich werde mich beim britischen Botschafter beschweren. Stellen Sie sich erst mal da drüben hin. Was versprechen Sie sich davon? Was soll ich Ihnen sagen? Der Nachtwächter hat den Mann gesehen, der ihn niedergeschlagen hat. Er ist sicher, dass er ihn identifizieren kann. Gehen Sie, Lopez. Und bitten Sie Senor Alba herein. Sie, Kommissario. So, Mr. Brown. Nun wollen wir mal sehen, ob Sie wirklich so unschuldig sind, wie Sie behaupten. Ich bin unschuldig. Guten Tag, Senor Alba. Buenos dias. Wir haben Sie hergebeten, weil Sie uns sagen sollen, ob der Mann, der Sie niedergeschlagen hat, unter diesen 4 Senores dort ist. Bitte sehen Sie sich die Männer ganz genau an und sagen Sie, ob er dabei ist. Sie brauchen keine Angst zu haben, Senor Alba. Der da war's. Das ist eine unverschämte Lüge. Diesen Menschen habe ich nie in meinem Leben gesehen. Halten Sie den Mund, Braun. Haben Sie vielen Dank, Senor Alba. Gern geschehen. Das muss ein Irrtum sein, Kommissar. Ein schrecklicher Irrtum. Ich habe diesen Senor Alba nie in meinem Leben gesehen. Da sagen Sie, Mr. Braun. Senor Alba beschwört das Gegenteil. Oh, hoppla. Können Sie denn nicht anklopfen? Können schon, aber ich hab's vergessen. Stuart, Brewster, Sie schickt der Himmel. Greifen Sie nicht so hoch, Mr. Brown. Der ehrenwerte Club genügt auch. Wer sind Sie denn? Was wollen Sie hier? Mein Name ist Percy Stewart. Und dieser ehrenwerte Gentleman hört auf den Namen... Reginald Brewster, Rechtsanwalt aus London. Frechheit. Soll ich Sie rausschmeißen, Chef? Ich bin Kommissar Mendoza, Sergeant Lopez. Darf ich erfahren, in welcher Angelegenheit Sie gekommen sind? Wir möchten ganz gern wissen, was mit Mr. Brown passiert ist. Ja. Damit wir ihm notfalls helfen können. Oh, wie edelmütig von Ihnen. Nur leider völlig umsonst. Ein Zeuge hat Mr. Brown nämlich einwandfrei identifiziert. Tja, und ein Alibi für die Tatzeit hat Ihr Landsmann auch nicht. Das ist ja nicht wahr. Halten Sie den Mund. Mäßigen Sie bitte Ihren Ton. Mr. Brown ist nur Beschuldigter.
Mit Verurteilten können Sie vielleicht so umgehen. Aber, Senores, wir sind doch alle Caballeros. Und darum sollten wir bei der höflichen Tonart bleiben. Da Mr. Pooster die Verteidigung übernimmt, schlage ich vor, dass Sie uns zunächst einmal mitteilen, was man Mr. Brown eigentlich vorwirft. Das geht Sie gar nichts an. Aber mich. Als Anwalt kenne ich die Rechte eines Beschuldigten. Auch in Mexiko. Ich verlange den Grund seiner Festnahme zu erfahren. Wie Sie wollen. Ihr Freund soll an einem Raubüberfall teilgenommen haben, bei dem $50,000 gestohlen wurden. Mr. Brown wird hiermit beschuldigt, am 15.07.1970 gegen 2 Uhr morgens an einem dreisten Raubüberfall auf die Firma Cosima teilgenommen zu haben. Der Nachtwächter wurde erheblich verletzt dabei. Aus dem Tresor der Firma wurden Lohngelder gestohlen in Höhe von $50,000. 50.000. Hübsches Sümmchen, nicht wahr? Das ist eine unverschämte Lüge, eine Infamie, eine gemeine Verschwörung. Bitte beruhigen Sie sich. Nachdem wir die Beschuldigung kennen, möchten wir ganz gern mit Mr. Brown allein sprechen. Vielleicht ist das möglich. Gut, Caballeros, Mr. Pooster sei es gestattet. Aber Ihnen nicht, Mr. Stewart. Sie verlassen mit uns den Raum. Darf ich bitten? Danke. Reggie? Als Anwalt haben Sie natürlich das Recht, mit Ihrem Klienten zu sprechen. Aber wie lange, Mr. Pooster? Das bestimme ich. Bitte. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Bedanken Sie sich lieber bei Lord Richter Perkinson. Wenn er Percy nicht die Aufgabe gestellt hätte, sich um Sie zu kümmern, dann könnte ich Sie jetzt nicht verteidigen. Ich bin unschuldig. Ich kenne weder diese komische Firma Cosima, noch habe ich diesen Wächter Alba je gesehen. Ja, das gilt es zu beweisen. Das haben wir gar nicht nötig. Hm? Ich habe ein Alibi. Was denn? Sie haben ein Alibi? Und dann machen Sie den ganzen Zirkus hier mit? Stimmt. Es ist nämlich ein Haken dabei. Aha. Am 14.07. bekam ich den Anruf von einem gewissen Raymond Ramirez. Er wohnt draußen in Pueblo Santosa. Der Mann bot mir sein Haus als Feriendomizil an. Gut. Und sind Sie hingefahren? Ja, ich war sogar vom 14. bis zum 16. abends dort. Das ist doch glänzend. Einen Moment. Als ich bei Ramirez ankam, war er nicht in seinem Haus. Ich fand einen Briefumschlag mit meinem Namen vor. Ramirez schrieb mir, er hätte überraschend weggemusst. Ich sollte es mir gemütlich machen. Er käme bald zurück. Ein Hausschlüssel lag in dem Kuvert. Aha. Und weiter? Ramirez kam nicht, auch nicht am 15. Ich wollte schon zurückfahren. Da kam ein Telegramm. Ramirez käme erst am 16. nachmittags. Ich solle weiterhin so tun, als ob ich zu Hause sei. So, und sind Sie geblieben? Ja, aber Ramirez kam auch am 16. nicht. Da bin ich zurückgefahren. Am 19. rief er mich dann an, entschuldigte sich und erklärte, die Sache hätte sich erledigt, er habe einen anderen Mieter. Haben Sie Zeugen, die Sie in Pueblo Santosa gesehen haben? Ja. Wen denn? Camila González. Camila González. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin spazieren gegangen, da traf ich Camila. Oh, ich fand sie sehr nett. Ja, wir haben dann einen Schluck genommen. Wo? In Ramirez' Haus. Aber Mr. Brown... In allen Ehren, versteht sich. Camilla ist dann im Laufe des 16.07. abgereist. Wo sie wohnt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat sie eine Wohnung hier in der Stadt. Ja. Die Zeit ist um, Senior Advokat. Ja, und Ihr Freund Stewart ist schon im Hotel. Na, wie schön. Also, Mr. Brown... Ab jetzt sagen Sie diesen Herrn kein Wort mehr. Ich verständige inzwischen die Botschaft. Hey, was soll das bedeuten? Was heißt, er sagt uns kein Wort mehr? Das heißt, dass niemand vor der Polizei aussagen muss. Sie werden also so schnell wie möglich Ihren Untersuchungsrichter herbemühen müssen. Aber auch da wird Mr. Brown nur in meiner Gegenwart reden. Hasta la vista, señores. Ja.
Auf zum fröhlichen Jagen, mein lieber Percy. Es gilt, Ihre Aufgabe zu lösen. Schießen Sie los, Herr Schiedsrichter. Sie fahren nach Pueblo Santasa und besuchen einen gewissen Ramirez. Ja. Unser guter Brown soll zur Tatzeit in dessen Haus gewohnt haben. Dann... Jawohl, Chef. Wieso Chef? Ach so. Naja, einer muss ja das Kommando haben, nicht wahr? Sie sagen es. Und wie geht es dann weiter? Ich besuche einen gewissen Alba. Dann treffen wir uns hier und suchen gemeinsam nach einer Dame namens Camila Gonzales. Sie soll ja irgendwo in der Stadt wohnen. Irgendwo ist gut, mein Lieber. Aber in der Großstadt ist das ja ein Kinderspiel. Naja, also dann auf in den Kampf, Torero. Olé. Señor Ramirez? Ja? Kann ich Sie vielleicht mal sprechen? Ich kaufe nicht von Vertretern. Oh, keine Angst. Ich möchte nur eine Auskunft haben. Und die wäre? Sie kennen doch Mr. Brown aus London. Brown aus London? Wie gehört? Tut mir leid. Ich kenne keinen Mr. Brown. Aber Sie wollten ihm doch Ihr Ferienhaus vermieten. Er war im Juli einige Tage Ihr Gast. Erinnern Sie sich jetzt? Polizei! Polizei! Also, lassen Sie mich doch los! Polizei, Moment Polizei, mal! Bitte lassen Hilfe. Sie mich los! Polizei. Hören Sie! Und Sie sind sicher, dass Mr. Brown der Mann war, der Sie niedergeschlagen hat? Aber ich sage es Ihnen doch, ja! Es war der Mann! Ja, er war es! Warum wollen Sie mir denn eigentlich nicht glauben, Senor? Und die anderen? Wie viel waren das? Waren es zwei? Oder drei? Oder waren es mehr? Oder war es vielleicht nur einer? Das kann ich nicht sagen. Ich bitte Sie, wie kann ich das jetzt noch wissen? Er war auf jeden Fall der Erste. Und dann war ich auch schon bewusstlos. Ach. Da kommt also ein maskierter Gangster, schlägt einen Nachtwächter nieder, der ihm genau ins Gesicht geblickt hat und lässt ihn leben. Der Gangster weiß ganz genau, dass Sie ihn wiedererkennen werden. Aber er schlägt Ihnen nur eine kleine Beule. Ein bisschen starker Tobak. Finden Sie nicht auch? So ist es aber gewesen, so war es, ja. Verschwinden Sie. Ich habe gesagt, was ich weiß. Ja, schon gut, schon gut. Oh, 18-karätiges Gold. Und der Anzug ist auch nicht billig. Na und? Was geht Sie das bitte sehr an? Nichts, nichts. Es wundert mich nur, dass ein Nachtwächter so teure Sachen hat. Raus, aber schnell. Ja, ja, schon gut, schon gut. Ich gehe schon. Aber ich komme wieder, mein kleiner Alba. Ja, bitte? Was denn, Sie sind schon zurück, Klaus? Schon ist gut. Um ein Haar hätten Sie mich bei Mendoza abholen können. Gott, was ist denn passiert? Der erste Teil von Browns Alibi ist geplatzt. Ramirez war zur fraglichen Zeit in Mexico City. Er kennt Brown überhaupt nicht. Und er hatte auch niemals die Absicht, sein Haus zu vermieten. Sind Sie sicher? Was heißt sicher? Kaum habe ich ihm meine Fragen gestellt, ging er mir in den Kragen und schrie wie ein Wahnsinniger um Hilfe. Was denn, warum denn das? Na ja, weil er bei seiner Rückkehr bemerkte, dass irgendjemand in seinem Haus gewohnt hat. Er hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet und sah an mir natürlich den Komplizen des ungebetenen Gastes. Das sieht bitter aus für unseren guten alten Brown. Hm. Im Gegenteil, etwas Besseres hätte doch gar nicht passieren können, Richie. Also, das verstehe ich nicht. Aber, Richie, Sie haben doch einen so hübschen Kopf. Wie wäre es, wenn Sie ihn mal zum Denken benutzen? Ich schone ihn manchmal. Natürlich! Ramirez hat Anzeige erstattet, weil ein Unbefugter in seinem Haus gewohnt hat. Brown behauptet, dort gewesen zu sein. Jetzt brauchen wir nur noch zu beweisen, dass dieser Unbekannte unser guter alter Brown war. Und Mendoza ist erledigt. Was den Überfall anbetrifft, ja. Aber wegen Hausfriedensbruch kriegt er noch eine aufs Dach. Ach, das lassen Sie mich mal machen. Vergessen Sie Alba nicht, Richenet. Der hat Brown identifiziert. Seine Aussage wiegt schwerer als die Entlastung durch Ramirez. Alba, gut, dass Sie mich an ihn erinnern. Irgendetwas stimmt da mit ihm nicht. Die Bude war mehr als ärmlich und er lief herum wie ein Lord. Ein bisschen merkwürdig für einen kleinen mexikanischen Nachtwächter. Ich glaube, wir sollten ihn uns mal ein bisschen genauer ansehen. Wäre es nicht besser, wenn wir zuerst diese Camila Gonzales finden? Ja. Wenn Browns Aussage vom Haus in Pueblo Santasa bestätigt wird,
Dann steht die Partie 2-1 für unseren Old Brown. Ja, eigentlich wollten wir ja nur... Ich gefall dir wohl nicht, was? Nein. So? Nein, ich meine, es ist jetzt ja schön. Nur... Fabelhaft, wie du das kannst. Nun muss es dann ein Gläschen sein. Wie wär's mit einer Flasche Champagner, ihr Hübschen? So gefällst du, ihr Süße. Oh, meine Süße. Wir suchen uns einen Tisch. Beiz. Hier sind wir, Richie. Ja. Noch ein bisschen laut. Entschuldigung. Ah, Richie, tun Sie mir doch einen Gefallen. Ja, gern. Olle. Ja. Das ist hier ein Selbstbedienungsladen. Holen Sie uns doch bitte eine Flasche Champagner von dem Caballero da. Also, Percy, ich bin als Ihr Schiedsrichter mitgekommen und nicht als Kellner. Ich verliere dich nicht ganz lieb, bitte. Oh, der Wunsch einer Dame ist mir natürlich Befehl. Ach, Herr Wirt, bitte, haben Sie Champagner? Ja, Herr. Dann schicken Sie doch bitte eine Flasche in die Nische dort. Gemacht. Hausmarke. Ach, Herr Wirt, bitte, kommen Sie doch mal. Ach, sagen Sie, guter Mann, ist das nicht Signor Alba, dieser Nachtwächter, den man überfallen hat? Keine Ahnung, fragen Sie ihn doch selbst. Ja, das ist eine gute Idee. Vielen Dank für die höfliche Auskunft. Na, das ist immer wieder schön. Ach, komm her, nun setz dich mal wieder hin. Es ist sehr lieb von dir, aber du bekommst ja gleich deinen Champagner. Entschuldigung. Auf unschuldige Menschen zu schießen. Ich eigentlich sollte ich übers Knie legen. Regie, Regie, aufhören. Hören Sie doch bitte auf, der arme Kerl. Noch einen. Was? So, jetzt ist mir wohler. Das hätte ich gleich tun sollen. Den nächsten lasse ich mir mit einer Stahleinlage anfertigen. Ich kapiere nicht, was Camilla an so einem Pfeifenheini findet. Sagtest du Camilla? Ja. Und meinen Sie mit Pfeifenheine den Nachtwächter, der eben fluchtartig den Raum verlassen hat? Ja. Heißt jene Camilla vielleicht mit Familiennamen Gonzales? Ja, sie ist ganz verrückt nach Alba. Also, wenn Sie mich fragen, Senores, den Kerl nehme ich nicht mal geschenkt, so knickrig ist der. Liebe Dame, Sie haben soeben eine zweite Flasche Sekt gewonnen. Moment. Wo wohnt Camilla? Was wollen Sie hier? Einen wunderschönen guten Tag. Darf ich eintreten? Sie sind hier ganz schön frei. Geburtsfehler. Oh. Haben Sie jemand anderen erwartet? Sie jedenfalls nicht. Na ja, dann gehe ich wohl lieber. Aber vorher habe ich noch eine Frage an Sie. Und die wäre? Wann haben Sie Mr. Brown zum letzten Mal gesehen? Mr. Brown? Kenne ich nicht. Sie haben ihn in Pueblo Santosa kennengelernt. Pueblo Santosa? Da bin ich nie gewesen. Und der Name Ramirez sagt Ihnen auch nichts? Ramirez? Aber natürlich! Sie meinen den Stierkämpfer, nicht wahr? Mhm. Tut mir leid, Mr. Stuart. Percy Stuart. Percy Stuart. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Oh. So, siehst du, da bin ich schon. Nein, nicht da rein! Ich glaube, wir sollten uns mal eingehend unterhalten, Alba. Was fällt Ihnen denn ein? Verlassen Sie augenblicklich meine Wohnung. Oder soll ich die Polizei rufen, Senor? Die Polizei? Die können wir jetzt gut gebrauchen, was, Alba? Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Ich wollte Camilla, Senorita Gonzales, zum Essen abholen. Seit wann kennen Sie die Dame? Darauf antworte ich nicht. Ja, da haben Sie auch recht. Also fragen wir mal so. Seit wann kennen Sie Braun? Hören Sie auf! Alba, als Sie Braun identifizierten. Ja, ich kenne ihn genau. Er hat mich niedergeschlagen.
Sie erkennen also einen Mann wieder, den Sie nur einmal in Ihrem Leben, noch dazu nachts und dann nur für ein paar Sekunden gesehen haben. Das ist eine reife Leistung, Alba. Gehen Sie jetzt endlich. Ich wünsche nicht, dass Sie meine Gäste belästigen. Verstanden? Verehrte Dame, zu Ihnen komme ich auch noch. Später. Gartenzwerg. Du Vollidiot! War das unbedingt nötig? Eins verstehe ich nicht. Warum haben Sie denn das nicht gleich gesagt? Ich wollte das Alibi erst überprüfen lassen. Das hätten wir auch gemacht, Mr. Poster. Guten Tag allerseits. Hat jemand ein Pflaster für mich? Um Himmels Willen, Percy. Was hat man denn mit Ihnen gemacht? Schlag mit stumpfem Gegenstand. Einwandfrei. Es war eine Blumenvase. Ja, wie konnte denn das passieren? Ich habe Camilla Gonzales besucht. Und? Unser Pech, Reginald. Sie kennt Braun nicht. Was? Sie lügt! Aber natürlich kennt mich Camilla Gonzales. Na, reingefallen, Senor Advokat. Ich schwöre Ihnen, Senor Mendoza, die Dame lügt. Das glaube ich auch, zumal Alba bei ihr war. Außerdem habe ich so eine Ahnung, als ob auch der ahnungslose Ramirez seine Hände mit im Spiel hat. Na, nun mach schon auf. Was wollt ihr denn hier? Dicke Luft! Der Trottel hat sich mit dem Schnüffler herumgeschlagen, sowas Blödes. Wir hätten ihn schon fast abgewimmelt. Kommt rein! Los, schnell! Sie haben eine blühende Fantasie, Mr. Stuart. Das muss man Ihnen lassen. Wieso? Das ist doch alles ganz logisch. Die Gonzales suchte ein Opfer, also Braun. Ramirez lockte ihn nach Pueblo Santosa. Die Gonzales mimte entflammte Liebe und blieb so lange bei ihm, bis die Sache gelaufen war. Tja, und in der Zwischenzeit räumten Alba und Ramirez den Tresor aus. Ziemlich kühn, Ihre Theorie. Ja, aber sie deckt sich ganz genau mit Mr. Browns Aussage. Es wäre ja wohl auch ein Wunder, wenn es nicht so wäre. Und wenn wir nach Pueblo Santosa kommen? Die erste Straße links, ja? Und da sollen sich Ihre drei Supergangster aufhalten? Das glauben Sie. Ja, ich bin fast sicher. Ich muss mein Alibi zementieren. Wir fahren zuerst nach Mexico City. Und wozu schleppen wir das Zeug hier mit? Ich will die heiße Ware von hier weghaben. Die Burschen kommen auf die Idee und machen eine Haussuchung. Wohin denn so schnell, mein Täubchen? Darf ich bitten, gnädige Frau, ja? So. Dankeschön, sehr freundlich. Na, Herr Schiedsrichter, was meinen Sie? Ist die Aufgabe gelöst? Ja, sehr gut sogar. Aha. Und was das Schönste daran ist, dass sich endlich einmal andere schlagen müssen. Ja. Und nicht immer wir. Wer die Welt und jeden Kontinent und die sieben weiten Meere kennt, ist ein Mann mit tausend Träumen, den man Percy Stuart nennt. Wenn des Nachts der Mond am Himmel steht und der Wind um dunkle Ecken weht, lauert, wie das immer so war, im schönsten Moment die größte Gefahr. Und in 99% gibt es doch für mich ein Happy End. Percy Stuart, das ist unser Mann. Ein Mann, ein Mann, ein Mann, der alles kann.